Auf geht's! Freunde, ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich muss gleich noch meine super süßen Hasenohren loswerden, bevor es losgeht. Aber ich wollte euch erst noch was erzählen. Ich habe auch nur so 2-3 Minuten Zeit, weil bin wie immer ein kleines bisschen spät dran und muss nebenbei noch was ausfüllen. Ich habe nämlich exciting News und jetzt tatsächlich was ganz Cooles vor. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Can you see something? Das ist meine Betreuungsvereinbarung für meine Promotion. I'm gonna be, in the future, after I did all the work, Dr. Med unnötig. Are you excited? I'm fucking excited. Und das muss ich jetzt gerade noch ausfüllen. Ich habe nämlich jetzt gleich das finale Gespräch, wo wir dann die Betreuungsvereinbarung fertig machen. Und dann geht es auch schon los. Ich muss da jetzt Sachen eintragen, wie ich heiße, wann ich Geburtstag habe. Heute ist der 12.09.2023 und jetzt habe ich es gesigned. Wie gesagt, das Institut muss noch Institutssachen eintragen und so. Ohne das ist natürlich nicht gültig, aber ich werde den ja gleich fertig haben. I'm so excited, guys. Ich werde das jetzt mitnehmen. Ich habe nämlich aktuell keinen Drucker mehr zu Hause. Dann könnt ihr das gleich für mich ausdrucken. Werden sich bestimmt sehr darüber freuen. Ich muss mich jetzt tatsächlich beeilen, weil ich wollte so eigentlich in 2 Minuten los. Und bis jetzt habe ich noch nicht mal Schuhe an. Und ich habe immer noch Hasenohren. Ich glaube, das kommt selbst für mich bei einer Promotionsvereinbarung oder so einem Gespräch in die Richtung nicht ganz so geil. Auf geht's ins OKM, Leute. I'm beyond excited. Ich bin viel zu warm angezogen. Ich schwitze gerade so, weil Aufregung und Wärme und die Hände laufen. Ich warte jetzt gerade auf meine Betreuer. Und Leute, ich bin so aufgeregt. Ich komme gerade aus dem OKM, Leute. Und ratet mal, wer offiziell Doktorandin ist. I'm so beyond excited. Jeder Teil in mir, der nicht aus einer akademischen Familie kommt, also mein whole body, ist so fucking proud. Oh, für mich ist das so eine große Sache und ich bin so beyond happy, ey. Wirklich, ich liebe Medizin, ich liebe diese Welt, ich liebe einfach alles daran. Ich gehe jetzt erstmal einen Excel-Kurs belegen und einen SPSS-Kurs belegen und ja, I'm so excited, guys! I'm back home, Leute! Und schaut mal, was angekommen ist. Ein Paket von Armed Angels. Ich habe mich auch immer noch nicht beruhigt. Und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen gehen, weil ich bin Doktorandin, Leute. What the actual fuck? Ich bin Doktorandin. Ich werde promovieren. Can you imagine that? I love my life. Even when it's hard sometimes and when I'm kind of heartbroken. My true love is medicine. And I'm very happy that I can do it.
Der Herbst ist meine absolute Lieblingsjahreszeit. Die Blätter werden bunter, es wird dunkler und das Wetter wird allgemein schlechter. Es macht mir jedes Jahr absolute Lust darauf, schöne Farben und cozy Klamotten zu stylen. Einige von euch werden aber wahrscheinlich auch wissen, dass meine Familie und ich uns plant-based ernähren und das bringt natürlich abgesehen von positiven gesundheitlichen Aspekten auch einen positiven Impact mit auf unsere Erde. Und genau das möchte ich bei meinem herbstlichen Styling nicht vergessen. Dementsprechend habe ich mich sehr über die Kooperationsanfrage von Armed Angels gefreut. Armed Angels hat nämlich Detox Denim. Das Ganze ist eine Mission für saubere Jeans. Keine unnötigen Chemikalien in der Produktion, keine synthetischen Pestizide, kein toxisches Chlor. Viele der Hosen sind erhältlich in 100% recycelter Baumwolle. Ich durfte mir eine Hose und ein Oberteil aussuchen. Ich schreibe euch die Namen mit ins Bild. Ich kann die nämlich leider nicht aussprechen. Das Oberteil trage ich in der Größe XL und die Hose in der Größe 34/34. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich sehr an Armed Angels appreciate. Die haben nämlich viele Creator, die eher meiner Körperform entsprechen. Und das spiegelt sich auch in den Größen wieder. Abgesehen davon, dass bei den Detox Denim keine gefährlichen Chemikalien verwendet werden, könnt ihr im Vergleich zu herkömmlichen Jeans noch CO2 einsparen. Bei meiner Hose ganze 14%. Falls euch das Ganze Lust darauf gemacht hat, Armed Angels mal abzuchecken, ich habe einen persönlichen Link und Rabattcode für euch. Ihr könnt damit 15% auf eure Bestellung sparen. Das Ganze ist selbstverständlich auch nochmal in der Infobox verlinkt. Ich würde mich super freuen, wenn ihr das Ganze mal abcheckt und vorbeischaut. Vielen lieben Dank nochmal an Armed Angels für Sponsoren des heutigen Videos und damit sind wir over mit der Werbung. Self-Care-Moment und rede vielleicht noch über das ein oder andere Thema mit euch, das mir aktuell etwas schwer auf dem Herzen liegt. I've recently noticed that I'm having kind of trouble being alone and being happy on my own. Vor allem jetzt gerade, wo ich einfach keine Dinge zu tun habe. Meine Formulatur ist vorbei, ich bin in Münster, meine Mitbewohnerin ist nicht da and I'm being alone. Und ich weiß, dass das eine Sache ist, mit der ich schon länger struggle, aber so in meinem Day-to-Day-Alltag fällt es halt nicht so auf. Und die einzige Art und Weise, die mir jetzt eingefallen ist, wie ich damit umgehen kann, ist drastically being alone and doing things on my own. Ich habe angefangen, alleine zum Kanal zu gehen, alleine auf Reading Dates zu gehen. Ich war alleine im Café und so, aber wenn etwas so hier inside my heart broken ist, dann ist es, glaube ich, nicht alles, was man tun muss. I'm a fixer. I like to fix things. Und in meiner Vergangenheit habe ich vor allem Boys fixen wollen oder generell andere Leute. And not really myself. Und jetzt so mit 25, it bites back. Ich dachte, wenn wir schon über Probleme reden, why not have it all? Ich mache nebenbei eine Gesichtsmaske for the self-care. Ich mache davon The Ordinary jetzt die AHA und BHA Maske drauf. Ich mag die ganz gerne. Meine Haut verträgt die auch super. Falls ihr das auch probieren möchtet, passt auf jeden Fall auf. Ist ein chemisches Peeling, recht aggressiv, vertragen viele Leute nicht. Aber ich mag es echt super gerne, ich habe damit keine Probleme. Tragt auf jeden Fall Sonnenschutz und ich glaube, mit Retinol kombinieren ist auch nicht immer die beste Idee. Ich glaube, oder beziehungsweise ich weiß inzwischen, woher mein Problem kommt, schlecht alleine sein zu können und schlecht aushalten zu können, mit mir selbst zu sein und auch meine Art von Relationships I used to have in the past. Ich meine damit nicht jede Beziehung, die ich jemals hatte, aber ich habe da auf jeden Fall ein paar Patterns, egal ob es Friendships oder Situationships, Relationships, whatever sind. Ich habe für mich herausgearbeitet, dass das alles Dinge sind oder alles Issues sind. Meine Verhaltensweise und die Dinge, die ich akzeptiere und meine Standards etc. Ich habe das alles gelernt, weil ich ohne einen Elternteil aufgewachsen bin, ohne von einem Elternteil gewollt zu werden, ohne Liebe. Ich glaube, das ist ein Topic, den
tatsächlich viele Leute relaten können. Zumindest so in meinem Umfeld habe ich so die Erfahrung gemacht. Machen viele Leute Erfahrungen mit nicht ganz so funktionierenden Eltern-Kind-Beziehungen. Und wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass es bei mir entgegengesetzt der Norm nicht der Papa ist, der gefehlt hat, sondern it was my mom. Die Person, die einen geboren hat, die Person, die da sein sollte, die einen komforten sollte, die einem vor allem unconditional love schenken sollte, ist, glaube ich, nicht so easy. Und ich weiß, dass die Verhaltensweisen, die ich heutzutage immer noch an den Tag lege in Beziehungen, dass ich das Gefühl habe, ich muss darum kämpfen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich muss darum kämpfen, geliebt zu werden. I have to be special. Ich würde niemals auf die Idee kommen, dass mich jemand einfach nur so gerne hat. Ich werde jetzt mal nebenbei meine Nägel lackieren. Mir fällt es leichter, über so Themen zu reden, die irgendwie für mich so emotional sind, wenn ich mich distracten kann währenddessen. Jedenfalls weiß ich, dass die Art und Weise, wie ich in Beziehungen bin, sehr davon geprägt ist, dass ich ohne meine Mama aufgewachsen bin. Und ich bin nicht einfach nur ohne meine Mama aufgewachsen, sondern meine Mutter hat mich gebreadcrumbled. Do you know what it is? Basically ist es, wenn es recht offensichtlich ist, dass jemand an dir kein Interesse hat, aber er wirft dir immer wieder Häppchen hin, die dich glauben lassen, er ist doch da. Ich glaube, das werden viele Leute so aus toxic relationships kennen. Und wenn man das so die ersten Jahre seines Lebens lernt, dann ist es not really easy. Und vor allem habe ich gelernt, dass ich nicht einfach nur geliebt werde, weil ich existiere, sondern I always have to do stuff to be loved oder to feel loved. Und ich habe nie das Gefühl, genug sein zu können. Ich habe nie das Gefühl, somebody is really choosing me. Und ich habe irgendwann gelernt, dass meine Mutter ist, wie sie ist. Und ich bin auch fein damit. Also jetzt, wo ich so Therapie hatte und verstehe, dass viele von meinen Issues, oder eigentlich, wenn wir ehrlich sind, alle Issues, die ich habe, darauf zurückführen, dass diese Frau entschieden hat, ein Kind zu haben, was sie nicht möchte oder was sie nicht handeln kann, für das sie nicht da sein kann, whatever. Und es alles anders wäre, wenn sie anders wäre. Muss ich sagen, habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich inzwischen nicht mehr gar nichts empfinde, sondern schon irgendwo Anger. And I know it doesn't help, weil why should it? So. Aber ich weiß einfach, dass ich jetzt mein halbes Leben dem hinterherrennen kann, das irgendwie da gut zu machen, neue Sachen zu lernen, mein inneres Kind zu heilen und irgendwie fähig zu werden, vernünftige, auf Augenhöhe seiende Beziehungen zu führen. Und das macht mich schon sauer, ja, weil ich nicht nachvollziehen kann, wie man das einem Kind antun kann. Auch wenn ich weiß, dass ihre Möglichkeiten, das zu verstehen oder da überhaupt eine Idee von zu haben, recht begrenzt sind. Und sie, glaube ich, auch denkt, ich habe das beste Leben der Welt und schieß. Not wrong. Ich hätte ganz anders enden können, wenn ich nicht meinen Papa und meine Großeltern gehabt hätte und so ein unfassbarer Dickkopf wäre. I have that from my dad, by the way. Aber es heißt halt trotzdem nicht, dass es in Ordnung ist, you know? Sie hatte so die Angewohnheit, mir immer unfassbar viele Dinge zu versprechen und zu sagen und vorzumachen, and she never did it. Und ich saß dann da so jede Nacht als Kind und habe so geweint, wenn sie gesagt hat, sie will kommen und so, und sie ist dann nicht gekommen und sie tausendmal angerufen und irgendwie, keine Ahnung, versucht zu machen und zu tun und irgendwie toll zu sein, so dafür, dass sie dann so entscheidet, boah, ja, ich möchte jetzt bei dir sein, ich hole dich jetzt ab, ich halte jetzt mein Versprechen. Ich habe so eine lange Schnur, was Bullshit angeht. Also, I mean, right now I'm fine. Und ich habe auch gelernt, so, ich tendiere dazu, ich weiß das, ich kann das einschätzen, and it's not gonna happen to me again, wenn ich neue Leute kennenlerne, weil ich das inzwischen ganz gut aussortieren kann und auch positive Erfahrungen gemacht habe und so. Aber wenn ich liebe, dann liebe ich. Und dann hat diese Person so unfassbar viel Power about myself und ich tue mir so viel Bullshit an und es ist einfach nur lächerlich und ich weiß, she trained me to do that. Und deswegen habe ich, wenn ich alleine bin, total Angst, irgendjemand mag mich nicht mehr und mein Komfort und meine Happiness ist sehr davon abhängig, dass jemand bei mir ist. Und das ist fucking exhausting. Weil ich habe nur mich safe in meinem Leben. Egal wie sicher meine Freunde eigentlich sind und wie gute Menschen ich weiß, dass sie sind. I'm the only person in this life who's safe. Und ich bin die einzige Person, auf die ich mich wirklich verlassen kann. And I can't even give myself joy and happiness.
And that's very sad. Ich weiß noch nicht so genau, warum ich gerade entschieden habe, it's the right moment to tell you that. Aber somehow I did. Und vielleicht kann irgendjemand von euch relaten. Meine Nägel sind jetzt übrigens trocken. I hope that looks good. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen aussieht wie Scheiße. Ich gehe das jetzt in meinem Gesicht abwaschen und dann werde ich mich wahrscheinlich in meinen Sessel setzen und noch ein bisschen lesen. Und vielleicht auch anfangen, dieses Video zu schneiden, weil ich am Samstag ja auf einem Event eingeladen bin. Dazu morgen mehr. And I'm trying to enjoy my own company. Ich wollte euch übrigens noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar habe ich unter anderem diese Gewichtsdecke von meinem besten Freund zum Geburtstag bekommen. Die wiegt 7 Kilo ungefähr, glaube ich, so in der Gesamtheit. Und die soll so ein bisschen dabei helfen, einen so ein bisschen zu calmen. Gerade wenn man so ein bisschen Probleme hat mit so Themen wie Angst, dass einem schlecht geht, man nicht gerne alleine ist und so, weil sich das so ein bisschen anfühlen soll. Wie als wäre jemand bei einem, weil das halt so ein bisschen schwerer ist, wenn man halt im Bett liegt und es auf einem drauf liegt. Ich muss sagen, ich finde das bis jetzt super, super angenehm, super, super schön. Also ich habe mich wirklich sehr über das Geschenk gefreut. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und was ich auch noch gemacht... was ist das denn? Oh Gott. Schneider. Okay, lassen wir ihn schneidern. Was ich auch noch gemacht habe, ist wieder eine Lichterkette aufgehangen an meinem Bett. Und ich muss echt sagen, ich finde, das sieht unfassbar schön aus. Hello, kleines Evening-Update von mir. Ich habe es gerade eben Haunting Adeline gelesen. Ich bin jetzt auf Seite 223. Gefällt mir bis jetzt sehr, 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 sehr gut. And it feels illegal to like it, honestly. Und dann habe ich gerade eben noch ein paar Seiten von Things We Never Got Over gelesen. Da bin ich jetzt so ungefähr auf Seite, ja, ich nehme einen nicht benutzten Q-Tip als Lesezeichen, fragt nicht, auf Seite 50. Und damit höre ich jetzt auf, weil ich nämlich das Sommerhaus der Stars gucken werde. Ich habe mir extra eine geile Suppe gekocht. Ich habe nämlich entschieden, wir haben jetzt Herbst und it's time for soup. Das da ist so veganes Creme Fraiche. Sieht nicht geil aus, aber I swear to you guys, it is. Jedenfalls gönne ich mir jetzt erstmal das Sommerhaus der Stars, weil ich bin ja wirklich der absolute Trash-Liebhaber. Oh mein Gott, guck mal, das ist mein eigenes Video. Geil. Naja, ich bin ja auf jeden Fall der absolute Trash-Liebhaber und wirklich, der Cast dieses Jahr, Banger. Schreibt mir super gerne mal in die Kommentare, auf wen ihr so am gespanntesten seid. Also ich bin richtig hyped für die Dualseelen. Ich bin aber auch sehr, sehr hyped für die ganze Sache, die mit Valentina und Gigi und so passieren soll. Und ja, ich glaube, das wird gut. Let's go! Liebes Jungbrunnen. Ja, wir sind geil. Bitte rat